Hallo Leute und willkommen zum Water Word des Months für den Monat April. Auch im April, ich weiß zwar, dass diese hier von einem Zyklus sind, aber ich weiß auch nicht mehr, ob ich eine Tasse benutzt habe und so weiter, weil das auch schon wieder eine Weile her ist. Aber ich hoffe, ich habe da in meinem Period-Blog ein bisschen mehr dazu erzählt. Da könnt ihr natürlich vorbeischauen, um euch das anzuschauen. Und ja, ich habe das jetzt nicht besonders sortiert, aber ich könnte ungefähr eine Einteilung machen. Das waren die Sachen, die ich während meiner Tage getragen habe und das die Sachen, die ich in der restlichen Zeit getragen habe. Beziehungsweise eine von den Periodenunterwäschen habe ich auch einfach so getragen. Diesmal bin ich sogar ziemlich stolz auf mich, dass ich die Flecken so gut wie rausbekommen habe. Ja, ich habe mir diesen Monat ein bisschen mehr Mühe gegeben. Und ja, ich kann mir aber gerade nicht erklären, warum ich so wenig Panty Liner, also Binden für jeden Tag dabei habe, aber ist halt so. Ich glaube, wir fangen aber einfach auch erstmal an mit denen. Ich habe die jetzt nicht sortiert, das heißt, mal schauen, wie oft ich Sachen doppelt sagen muss. Also hier haben wir einen Moderate von Vagina Pillows and More mit Baumwolle oben und Vlies hinten. Das hier ist mal wieder aus einem D-Stitch, von dem ich nicht weiß, wer es gemacht hat. Das ist mit Bambu-Velour oben und Vlies hinten. Dann habe ich hier eins von Little Pieces. Das hat schon wieder diesen Stoff, den ich auch nie erkenne, oben und einen Vliesstoff hinten. Dann habe ich hier eins von, ja, ist ein Tag dran. Ist ein Light, aber ich weiß auch nicht mehr, von wem es ist. Das habe ich bei The Tree Trough gekauft, aber die haben ja auch von unterschiedlichen Herstellern verkauft. Naja, er ist auch mit Bambu-Velour oben und Vlies hinten. Das hier müsste von Royal Mace Fluff sein, mit Baumwolle oben und Vlies hinten. Das hier ist von Moon Getsy Cloth mit Baumwolle oben und Vlies hinten. Das hier ist von Eco Dreams mit Bambu-Velour oben und Vlies hinten. Das habe ich irgendwie einfach wieder in meinem Zimmer in irgendeiner Tasche gefunden. Das hatte ich also schon länger dort und habe ich nicht diesen Monat getragen, aber jetzt ist es endlich mal wieder gewaschen. Dann habe ich hier dieses von Fig Leaves Pads, das ist mit Baumwolle oben und einem Vliesstoff hinten. Dann habe ich hier drei Stück von Creations by Five mit Baumwolle oben, Vlies hinten. Das hier genauso. Und das hier auch. Und dann haben wir hier eins von Tortoise Wing Things mit Bamboo Velour oben, Vlies hinten. Das müsste ein Light sein mit zwei oder ein Moderate. Weiß ich gar nicht genau. Das hier ist aber ein Moderate mit zwei Sternen von Yurtcraft. Das habe ich auch irgendwo mal mitgenommen und dann nicht zurückgeräumt und lange nicht getragen. Deswegen habe ich es nochmal zum Waschen gegeben mit Baumwolle oben und Vlies hinten. Das hier ist aus einem D-Stash. Ich glaube, das ist von RR Phoenix mit Bambu-Velour oben und Vlies hinten. Und zu guter Letzt haben wir hier eins von Lollipop Cloth mit Baumwolle oben, diesen Exposed Core und Vlies an der Seite und hinten. Und damit wären wir schon durch. Die Bamboo-Velour Pads sind diesen Monat nicht so flauschig geworden, weil ich sie mal wieder komplett luftgetrocknet habe. Ist ein bisschen schade, aber manchmal tue ich die dann kurz in den Trockner, damit sie wieder schön flauschig werden. Dann machen wir mal mit der Periodenunterwäsche weiter. Ich habe, glaube ich, die hier von Ushi, diese Boy Short, einfach so getragen, mal an einem, ja, normalen Tag sozusagen. Deswegen, ja, mache ich die jetzt auch gleich als nächstes. Und dann habe ich diese zwei während meiner Tage getragen, vermutlich mit einer Tasse, aber ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Das ist eben diese VUCA. Ja, die sieht so aus. Und nochmal eine Ushi mit der Spitze hier. Genau. Und dann kommen wir zu den Sachen, die ich während der Periode getragen habe. Ihr seht, ich habe jetzt auch ein paar kürzere Binden dabei. Das habe ich normalerweise nicht so oft. Aber dieses Mal hatte ich irgendwie Lust drauf, während des Tages einfach öfter meine Binde zu wechseln, aber dafür halt auch ein bisschen weniger saugfähige zu nehmen. Da habe ich einmal dieses hier benutzt. Ich weiß nicht mehr, von wem es gemacht ist, aber ich habe es mal in einer D-Stash bei Halo Creations gekauft. Das ist mit Vlies hinten und ich glaube einem Baumwollstoff oben. Dann habe ich mal nach langer, langer Zeit wieder ein Imse-Wimse-Pad benutzt. Das ist mit Bio-Baumwolle oben und hinten, mit PUL innen. Und ich muss sagen, ich habe die Pads
einmal mit Soda eingeweicht, dann nochmal ausgespült und dann die Pads, die noch Blut drauf hatten, habe ich dann mit Fleckenmittel behandelt und einweichen lassen. Und es ist wirklich komplett sauber geworden und das ist bei Weiß gar nicht mal so einfach. Aber das hat dieses Mal gut funktioniert und ich hatte einfach mal Lust auf dieses Pad. Das passiert mir nicht oft, aber ja, es ist zwar bei meinen Flop-Pads in dem Video, aber das heißt ja nicht, dass es deswegen furchtbar ist. Also ich finde es immer noch ganz gut für manche Gelegenheiten. Dann habe ich hier eins von Emilla Pads, das ist auch eher so ein kürzeres. Und da bin ich aber immer wieder erstaunt, wie viel da letztendlich dann doch quasi reinpasst. Und das ist eben mit ihrem TPU und PSE hinten. Und das ist, glaube ich, so Quilters Cotton oder so heißt das, weil das so ganz fein und seidig ist. Dann habe ich hier dieses von Bridget's Flames mit Sherpa oben und Vlies hinten. Das fühlt sich total weich an, obwohl ich es an der Luft getrocknet habe. Und hier ja, ist es wohl ein bisschen entfärbt. Dann habe ich hier eins, von dem ich nicht weiß, von wem es ist, weil es aus einem D-Stash ist. Es müsste ein Moderate sein, aber halt so lang. Und mit einem Fließstoff hinten, Barbovula oben. Das hier habe ich auch in meinem letzten Waterverse-Month schon gehabt, aber wusste nicht, von wem es ist. Ist mit Vlies hinten und Bamboo-Velour oben. Finde ich voll schön von der Farbgestaltung her. Dann habe ich wieder eins, das ich bei dem Halo Creations D-Stash gekauft habe. Auch keine Ahnung, wer das gemacht hat, aber das wusste diejenige, die es mir verkauft hat, auch nicht mehr. Das ist mit Bamboo-Velour oben und Vlies hinten. Dann habe ich dieses hier, das habe ich in den D-Stash von Vagina Pillows and More gekauft. Das hat sie selbst gemacht. Und das ist mit Baumwolle oben und Vlies hinten. Das ist so ein Heavy. Dann habe ich hier dieses von Poshy Peach. Das ist auch gut sauber geworden, obwohl es ja nicht gleich klar war, dass das so gut klappt. Mit Baumwolle oben und Vlies hinten. Das ist auch ein 4 Sterne. Also wenn das Moderate ist, dann ist es Heavy. Dann ist es Overnight wahrscheinlich oder so. Und dann habe ich zu guter Letzt dieses hier von Halo Creations mit Bamboo-Velour oben und Vlies hinten. Das benutze ich momentan irgendwie ziemlich oft, weil ja, für zu Hause ist das halt total bombensicher. Da kann eigentlich nichts vorbeigehen. Okay, und das war's jetzt eigentlich auch schon wieder mit meinen Sachen für den Monat April. Ich werde euch die wie immer durchzählen. Also da haben wir schon mal die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Heavies, ich zähle jetzt mal die Periodenunterwäsche dazu. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Okay, das ist für mich ziemlich wenig. Ich bin mir aber sehr sicher, dass da tatsächlich alle dabei sind, die ich benutzt habe, weil ich diesmal genau darauf geachtet habe, dass ich die zusammenwasche, aber trotzdem kommt es mir komisch vor. Ich kann es mir aber gerade nicht erklären. Ja, ich glaube, ich zögere das Video nicht weiter hinaus, sondern ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann einen Daumen nach unten. Und sagt mir bitte, wieso nicht, damit ich mich in Zukunft verbessern kann. Und wie immer habt ihr hier an der Seite zwei alte Videos von mir, die ihr euch gerne anschauen könnt. Und auf der Seite ist mein Profilbild zum Abonnieren. Beides würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Ihr könnt auch gerne bei meiner Facebook-Gruppe vorbeischauen oder bei meinem Instagram-Profil und da in die Gruppe beitreten oder mir folgen, wenn ihr das wollt. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer gerade bei euch ist und tschüss!